Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fairy Tail. Weiter geht es. Erstmal Team. Das sind die beiden, die noch fehlen. Ich will auf jeden Fall einen Heiler mitnehmen. Ja, damit bin ich okay. Ab nach Kendo Island. Die letzten zum S-Rang bringen. Mal gucken, was es diesmal für einer ist. Was ist das für einer? Brutaler Oger. Okay. Angriff hoch. Renne. Ist der auch vergiftet? Aua. Mal gucken, ob er blind wird. Der hat schon wieder so viele negative Effekte. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Und jetzt ist er auch noch gefroren. Er brennt, ist gefroren. Wie viele? Der hat 6 negative Effekte. Daneben.
Wen hast du beschworen? Mal gucken, wie viel Schaden das wird. Und wie lange ich die Kette machen kann. Natürlich kommen jetzt eine lange Attacke. Und das war jetzt verkackt. Die hat auf jeden Fall zwei Sachen nicht mehr. Welche? Angriff niedriger und noch was? Ah, Curse. Und schon hat er die Sachen wieder. Wie viel Leben hat er denn? Daneben! Gucken, wie viel Schaden es gibt. Und der eine ist weg. Er ist paralysiert. Woher? Euer Meteor auf ihn. Direkt auf ihn drauf. Aua. So viel Leben hat er. Oh, er ist paralysiert. Hm.
Aber trotzdem kann er noch was beschwören. So, Grand Chariot. Und das war viel Schaden. Ah, Wendy ist jetzt Stufe 97. Das waren denn jetzt alle. Na, was haben wir denn hier so? Alles komplett. Oh ja. Okay, wir Teams. Okay. Bei ihm tue ich sie mit rein. Ups. Dann tue ich eben ihn hier rein. Da kommen einfach die restlichen hin. Als erstes da oben. Ich muss da ganz oben hin, okay.
Lass mich doch einfach durch. Falsche Richtung. Einfach durchrennen. So, hier lang. Will mich nicht mit jedem abgeben. So, jetzt hier lang. Da lang. Hallo, was bist du denn? So viel Leben hat er gar nicht. Aua. Mal gucken, wie viel Schaden ich machen kann. Ups. Ich muss Gil jetzt ein bisschen hochpushen dabei. Wie viel Leben hat er denn? Und das war verkackt. Der hält ganz schön was aus. So, brenne. Ah, die Defensive ist runter. Das ist gut. Der brennt immer noch nicht.
Einsetzen! So, Schnelligkeit runter. Daneben! Natürlich die lange Attacke. Bei ihm denke ich immer, man muss Viereck drücken, aber muss man gar nicht. Und jetzt wieder, ups, ich habe wieder Viereck gedrückt, statt Dreieck. Und jetzt habe ich wieder verkackt. Und wir haben immer noch eine Menge Leben. Na endlich! Und wo jetzt? Hier? Nope. Wow. Nein! Einfach durch, bitte. Aua! Na, was kann ich hier für einen Effekt machen?
Er brennt immer noch nicht. Was war das für eine Attacke? Die Mission dauert länger als ich dachte. Die haben ganz schön viel Leben. Fairy Law. Tausend Schaden. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert das hier jetzt? Der hält ganz schön was aus. Der hat sehr ziemlich viel Verteidigung. Wir auf jeden Fall keine Sachen machen, die Angst auslösen. Er brennt immer noch nicht. Aua. Ist doppelt dran? So, ein bisschen Leben heilen.
Er geht immer auf ihn. Wie viel Verteidigung hat er? Ja. So, Schaden machen. Der hier braucht richtig lange. Und ich habe erst die Hälfte seines Lebens weggeprescht. Und da war es wieder verkackt. So, Chaos. So, brenne endlich mal. Ja, immer auf ihn. Er ist der Tank der Truppe. Ist er jetzt auch blind? Nein. Jetzt ist er angefroren. So langsam, aber sicher wird er auch. Dann wird sein Leben ausgelöscht. Take over! 喰らいなさい!
Der brennt immer noch nicht. Das ist schon das dritte Mal. Oder vierte Mal. Was er das abkriegt. Wie viele Ketten will er abkriegen? Ja. Und langsam geht dazu die MP aus. Und jetzt habe ich wieder verkackt. Mal wieder. Sechzigtausend Schaden. Und mal wieder auf ihn. Es geht ja immer auf ihn. So, mal gucken, ob er jetzt blind wird. Noch ein paar Attacken. Ja, endlich! Level up! Ah, hier! Und da ist hier das Große zum Zerstückeln. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.